Ich glaube, ich spinne. Schon gegessen. Also meine Freunde waren jetzt da ziemlich ratlos, was sie machen sollen, und deswegen haben sie gesagt, gell, hilf uns doch, gell? Weil heute schauen wir uns ein neues Kapitel an, wirklich ganz ein neues Kapitel, und zwar die Algebra. Was ist Algebra? Das kommt aus dem Arabischen und heißt sinngemäß so das Zusammenfügen gebrochener Teile. Und wenn ihr das schon einmal gehört habt, rechnen mit Buchstaben, dann wisst ihr, was Algebra ist. Rechnen mit Buchstaben. Und wie das funktioniert, damit werden wir uns jetzt eine Zeit lang auseinandersetzen. Aber jetzt starten wir mal ganz einfach. Ich zeige euch da was. Das, was wir da sehen, das ist eine Waage zum Abwiegen. Und wir werden gleich sehen, wie das da funktioniert, weil da gibt es nämlich so Schüsseln. Die kann man da draufstellen. Und wenn das linke und das rechte gleich schwer sind, dann pendelt es da eine Zeit lang hin und her. Ich mache das jetzt mal kürzer. Und wenn die beiden Arme da übereinander sind, dann weiß man, das da ist gleich schwer wie das da. Da gibt es ja solche Gewichte. Die kann ich natürlich auch da draufstellen. Dieses und dieses. Das dauert immer eine Zeitl. Aber da sehen wir dann schon, die beiden Arme sind in der Mitte. Das Gewicht ist gleich schwer wie das Gewicht. Das hätte man sehen können auch. Aber jetzt kann ich zum Beispiel das da wegtun und nehme dieses Gewicht und dieses Gewicht. Und wir sehen schon, dieses Gewicht ist gleich schwer wie die beiden Gewichte. Jetzt könnt ihr verraten, dass das 20 Dekagramm sind. 200 Gramm. Aber wir wissen nicht, was das da ist. Da werde ich jetzt einfach einmal was ausprobieren. Eines ist rechts, eines ist links. Wir sehen schon, das ist wieder in der Mitte. Also wissen wir, dass dieses Gewicht gleich schwer ist wie das Gewicht. Ha! Wenn jetzt die beiden da herüben liegen und gleich schwer sind und da habe ich ein Gewicht und ich weiß, dass dieses eine Gewicht 200 Gramm sind, dann kann ich mir das ausrechnen. Jetzt kommen unsere Werkzeuge da dazu. Der Balken in der Mitte steht für das ist gleich. Wollen wir immer gesehen, das linke Gewicht ist gleich schwer wie das rechte Gewicht. Beim linken Gewicht wissen wir, das sind 200 Gramm. Beim rechten Gewicht wissen wir, das sind zwei Teile. Zweimal ein unbekanntes Gewicht. Und jetzt kommen da die Buchstaben ins Spiel. Man kennt das ja vom normalen Reden, wenn man sagt, das ist irgendwas x-beliebiges. Daher kommt es nämlich, weil üblicherweise nimmt man für so Unbekannte mal das x. Ich könnte aber genauso gut a schreiben oder b. Manche Buchstaben sind reserviert für manche Sachen. Ihr könnt euch erinnern, beim Kreis haben wir gehabt den Radius. Also wenn man irgendwo ein R sieht, dann vermutet man üblicherweise mal, dass das der Radius ist. Und wenn man ein D sieht, dann vermutet man mal, dass das der Durchmesser ist. Aber bei X vermuten wir mal, das ist einfach eine unbekannte Zahl. Na, wenn jetzt zwei Unbekannte 200 sind, wie viel wird denn dann ein Unbekanntes sein? Na? Ich brauche nur das 200 durch 2 dividieren. Das ist genau das Gegenteil von dem Multiplizieren. Und dann weiß ich, 1x ist 100. 100 Gramm. Jetzt
Jetzt gehen wir natürlich nachschauen. Was steht da oben? Ob man das jetzt da sieht, kann ich nicht sagen, aber da steht 10 Decker oben. Und auf dem anderen Wichtel steht da 10 Decker oben. Wir haben also richtig ausgerechnet, ohne zu wissen, wie schwer die Gewichte da sind. So funktioniert Algebra. Ist gleich. Und immer wenn er so ist gleich da steht, dann meint man damit, die linke Seite hat vom Wert her oder ist gleich die rechte Seite. Das war's. Jetzt können wir eigentlich nur mehr beliebig schwere Beispiele machen, aber im Prinzip war's das.